Anfang 2019 habe ich meinen ersten ETF gekauft und bin somit seit über 5 Jahren mit dabei. Was ich dabei gelernt habe, will ich dir in 5 Learnings mitgeben. Erstens, den perfekten Zeitpunkt gibt es nicht. Zweitens, es funktioniert wirklich. Drittens, meine Finger zittern weiterhin. Viertens, es gibt keine passive Anlage. Und fünftens, die ETF-Branche entwickelt sich wie Zahnpasta. Falls du neu auf dem Kanal bist, mein Name ist Andreas, Bachelor und Master in Finance und hier dreht sich alles um Finanzen und Investieren und wie du damit ein besseres und freieres Leben erreichen kannst. Erstens, der perfekte Einstiegszeitpunkt existiert nicht. Es gibt immer wieder Risiken, die in der Presse, in den Medien thematisiert werden, die es einem erschweren, an der Börse zu starten oder auch weiter zu investieren. Und auch auf YouTube finden sich viele Videos mit Untergangsszenarien, denn das bringt irgendwie leider Klicks. Bei mir im Channel geht es ja um eine rationale Ansicht dazu. Und prinzipiell ist es auch nicht schlecht, auf Risiken hinzuweisen. Aber man muss sich bewusst sein, dass egal wann man investieren will, immer Risiken herrschen und die nächste Krise gerade wartet. Früher war es Dotcom-Blase, Finanzkrise, Corona, jetzt haben wir Ukraine-Krieg und sowas wie Weltwirtschaftskonflikte. Also es gibt wirklich immer irgendwas, was vorliegt. Und im Nachhinein stellt sich oft heraus, dass diese Risiken oft überschätzt wurden. Manche wurden in die Zukunft geschoben, manche bestehen weiterhin und manche sind auch komplett verpufft. Und auch wenn wir hier auf das Renditedreieck schauen, dann sehen wir, dass auch eine langfristige Anlage immer wieder uns durch turbulente Zeiten führen kann und wir am Ende mit einer positiven Rendite daraus kommen. Hier auch das nochmal verdeutlicht am MSCI World. Wir haben wirklich etliche Krisen hier verzeichnet und befinden uns jetzt trotzdem auf einem neuen Höchststand. Wenn du somit ein gewisses Grundwissen zu den Produkten hast, in die du investierst und sie auch verstehst, dann ist es aus meiner Sicht das Beste, wirklich zu starten und nicht an der Seitenlinie zu warten. Denn den perfekten Zeitpunkt, wo wirklich alles super läuft, den gibt es einfach nicht. Zweitens, es funktioniert wirklich. Kurz nach meinem Berufsstart habe ich dann 2019 investiert und ein sehr gutes Jahr gleich am Anfang erwischt. Die Kurse gingen hoch, es wurden ordentliche Renditen erzielt und ich war wirklich sehr happy, dass ich mit dem Investieren gestartet habe. Dann kam der erste Rückschlag mit der Corona-Krise. Und hier muss ich sagen, dass in der Theorie dieses Aussitzen von turbulenten Zeiten, von Krisen, einfacher ist als in der Praxis. Denn wenn man in sein Depot schaut und auf einmal sind da 30, 40% weniger drin als noch vor ein paar Monaten, dann nimmt das einen schon mit. Man beginnt zu überlegen, zu zweifeln, war das wirklich das Richtige? Hätte ich das Geld nicht einfach auf dem Konto gelassen? Hätte ich es vielleicht sogar ausgegeben? Sowas kommt dann auf. Hier ist aber mein Learning, dass man wirklich einen kühlen Kopf bewahren muss, weil es sich langfristig weiterhin lohnt. Ich bin jetzt 5 Jahre dabei, das ist natürlich noch lange nicht langfristig, aber es ist auch nicht sehr kurzfristig. Und auch wie damals mein Depot wirklich diesen Schlag mitgenommen hat, hat es sich jetzt wieder erholt und ist im positiven Bereich. Drittens, meine Finger zittern weiterhin. Bevor ich in ETFs investiert habe, habe ich auch regelmäßig Aktien gekauft, verkauft und auch gehalten. Aus meiner Sicht ist aber das Beste für die meisten Anleger einfach alles in ETFs zu packen. Global diversifiziert, gut gestreut, regelmäßig bespart, das ist eine solide und langweilige Strategie. Und langweilig, das meine ich in diesem Sinne nicht negativ, sondern eher positiv. Denn wenn man sich daran hält, dann ist es einfach, simpel und es erfüllt das Ziel. Mir persönlich fällt es aber schwer, bei dieser langweiligen Strategie zu bleiben. Denn obwohl ich jetzt gesehen habe, wie 5 Jahre, wie das super funktioniert hat, bin ich weiterhin dabei, ab und zu mal Aktien zu kaufen. Ich habe ja irgendwie auch ein Interesse daran. Interessiere mich sehr für Finanzen, mache ja diesen Kanal darüber, ich habe es studiert. Von daher, da bin ich auch gerne nochmal immer am Stockpicken. Um das Ganze zu relativieren, ein Großteil meiner Sparrate geht natürlich in ETFs, einfach weil das so gut funktioniert. Aber gerade wenn ich unregelmäßig Geld erhalte, sage es zum Beispiel, ich bekomme einen Bonus, weil ich mein Depot wechsle oder ich bekomme was bei der Steuererklärung raus, dann investiere ich das ganz gerne in Aktien. Und hier bin ich in der Richtung unterwegs, dass ich langfristige Fundamentalanalysen mache. Also am besten kaufe ich eine Aktie, die ich dann für immer halte, falls sich jetzt am Markt umfällt oder so nichts verändert. Viertens, es gibt keine passive Anlage. ETFs bringen schon einen Korb an Unternehmen mit. Idealerweise ist das breit diversifiziert. Und das ist schon deutlich weniger Aufwand, als wenn man sich die Aktien selbst raussucht und sie auch dann verfolgt. Aber es ist nicht zu 100% passiv, weil immer irgendwas passiert, wo man sich dann selbst wieder das anschauen muss und sich darum kümmern muss. Zum Beispiel Änderungen in der Gesetzgebung. Die Vorabpauschale war die letzten Jahre nicht relevant. Für 2023 ist jetzt das erste Mal, dass Steuern auf Kursgewinne fällig werden.
Das muss man sich auch anschauen, verstehen, sodass man damit auch umgehen kann. Oder ETF-Anbieter werden gekauft, ETFs werden verschmolzen. Hier muss man sich die Frage stellen, ist das jetzt nur eine Namensänderung oder hat sich auch was vom Investmentfokus verändert? Weil das passiert auch ab und zu. Und dann muss ich natürlich auch entscheiden, ist das weiterhin das Produkt, in das ich investieren will oder muss ich hier Anpassungen vornehmen? Ebenso kann ein Rebalancing erforderlich sein. Wenn du in unterschiedliche ETFs investierst, die eine unterschiedliche Entwicklung haben, musst du regelmäßig ein Rebalancing durchführen. Im Beispiel, dein Zieldepot hat eine Aufteilung von 70% MSCI World, 30% MSCI Emerging Markets und in den letzten Jahren hat sich entsprechend Emerging Markets deutlich schlechter entwickelt als der MSCI World. Somit musst du entweder Anteile vom MSCI World verkaufen, von Emerging Markets dafür kaufen oder deine Sparrate, deine Aufteilung so anpassen, dass du erstmal mehr in den Emerging Markets investierst, bis du wirklich bei dieser 70-30 Aufteilung wieder gelandet bist. Fünftens, die ETF-Branche entwickelt sich wie Zahnpasta. Dazu schauen wir uns erstmal an, wie sich Zahnpasta entwickelt hat und dann, wie sich das auf ETFs übertragen lässt. Zahnpasta ist entsprechend ein Mittel, um die Zahnreinigung zu erhöhen. Und hier gab es über die Jahre immer wieder verschiedene Inhaltsstoffe, die getestet wurden, die hinzugegeben wurden, um somit das zu verbessern. Und der letzte große Innovationssprung war die Zugabe von Fluoriden, weil damit effektiv Karies vorgebeugt und bekämpft werden kann. Und das ist tatsächlich schon echt einige Jahre her. Wenn wir jetzt aber in den DM schauen zum Beispiel, dann gibt es hier wirklich zig Varianten, verschiedene Geschmacksrichtungen, verschiedene Farben mit irgendwie Zusätzen wie Aktivkohle oder ähnlichen. Und hier sind wir genau an dem Punkt, dass eigentlich das Kernprodukt schon lange so gut ist, wie es eigentlich sein müsste, aber es trotzdem immer wieder versucht wird, weiterzuentwickeln und neue Varianten erzeugt werden. Das lässt sich auf ETFs übertragen. ETFs sind gestartet mit dem Ziel, dass man passiv in den Markt investieren kann. Und das wurde schnell erreicht. Man konnte frühzeitig in die großen Indizes investieren und hatte hier auch eine hohe Liquidität an der Börse. Die Anbieter haben hier aber nicht gestoppt. Die haben nicht gesagt, hey, das haben wir jetzt erreicht, wir machen keine weiteren Produkte. Sondern es wurde immer mehr in den Markt gepumpt. Ne? Eine höhere Komplexität geschaffen, indem wir immer mehr Produkte haben, die sich auf unterschiedliche Branchen, Themen, Nischen etc. fokussieren. Ich bin da selbst in die Falle getappt und habe auch solche Produkte gekauft. Aber oft ist es so, dass hier einfach die Kosten viel zu hoch sind und die Rendite am Ende nicht wirklich besser ist, als wenn man einfach global diversifiziert in MSCI World investiert hätte. Das ist auch mein Learning hier, ne? Man sollte einfach bei den Basics bleiben und fährt damit meistens besser. Falls du dich jetzt interessierst, wie mein ETF-Depot aktuell aussieht, verlinke ich dir hier mein letztes Depot-Update.